Ja, seid gegrüßt, liebe Leute. Eine neue Folge übrigens, ne? Hier mit dem guten Ruf von meinem LP. Ja. Was geht, Leute? Was geht? Ufoman LP ist da und der Zordern ist natürlich auch da. Und wir Hello. Wollen Ufomans Raumschiff bergen. Sagt man doch so, oder? Ja. Ja. Borgen. Borgen. Abborgen. Abborgen. Und genau. Da müssen wir erstmal überlegen, wo das genau ist. Ich glaube, das war da hinten irgendwo, ne? So, ich habe dem Baum eine Prothese verpasst, dass der wieder wachsen kann. Oh, da freut sich der Baum. Oh. Ja. Baumprothese, auch nicht schlecht. Und hier hinten ist ein ganz trauriger Hund und wir wissen nicht, wie der gehört. Meiner ist es nicht. Ich kann dir zumindest keine Befehle geben. Wie zum Beispiel Sitz oder so, ne? Oder Apotia. Mein alter Hund? Hast du so nee, viele? Auch nicht. Spielen Nö. Hier so viele Leute auf dem Server bei dir? Naja, ich weiß nicht, der Ufo-Mann zum Beispiel und der Zorn. Nein, der Panda-Papst hatte auch mal einen Hund. Hier das auf dem Server. Das würde ja passen, das war ja in der Gegend auch. Ja, das würde passen. Vielleicht ist der Panda-Papst-Hund, hallo. Der Hund vom Papst, aber der hat ein schwarzes Halsband, also muss der auch schon mal in den Hundsgrab gewesen sein. Weil ich habe nur den Hund in den Hundsgrab. Ah, es ist uninteressant jetzt. Okay, wir gehen mal weiter. Das ist doch hier der Schwanz schwimmen. Kommt nicht hoch. Nee. Ja, das ist im Alter. Ja. Da kannst du streicheln, was du willst. Ja. Da hilft der beste Zombie vielleicht. Ja, ist wahrscheinlich nicht schon mehr. Sehr alter Hund. Naja, gut. Dann wird er bestimmt auch bald sterben. Ach, ja. Ist so, ja. Liebe Kinder, wenn eure Hunde alt werden, dann sterben die irgendwann. Ja. Und dann machen wir da Hundemehl raus. Ach, hier, der Zorder ist ganz schön schlau. Oder eine Hundejacke. Aber guck mal, wie weit der schon wieder weg ist. Ja, der ist schnell, ne? Der ist ziemlich, ziemlich schlau. Ja, das ist ein junger. Und schlau, stimmt. Mir auch schon aufgefallen bei den Besuchen, wo er schon mal da war, dass diese Intelligenz doch sehr herausragend ist. Für einen Barbaren. Für einen Barbaren, genau, muss man sagen. Also für einen Barbaren ist er schlau. Ja, weil die meisten Barbaren sind ja weniger schlau. Ja. Aber außer unser lieber Zordern hier, der ist ein ganz schlauer Barbar. Und der nickt, ja. Okay, wir sind da. Schweigt. Wir sind übrigens da. Juhu. Und da unten ist das UFO. Dein UFO. Ja, und der Reaktor, den hatte ich vor ein paar hundert Folgen wieder eingeschaltet. Ist ja, nachdem nick ich und zuck ich ja gerade. Außerdem, ich bin nicht schlau, Leute. Halt auf, sowas zu sagen. Ist das schlimm, dass ich den wieder eingestellt habe? UFO-Mann, ist das strahlend? Den Reaktor? Ja. 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 Wie ja? Das könnte auch einige Probleme mit den Bewohnern, mit den Hunden und Hühnern erklären. Ach so. Ja, gut, das sagt mir jemand, der keine Frauen in seiner Welt hat. Du, selbst die ganzen Zombies, dass so viele Zombies bei dir im Dorf spawnen und alles so eine Sachen können damit zu tun haben. Weil der Reaktor wieder aktiv ist, dann können wir das dann alles einfach so abreißen hier? Ja. Okay. Oder müssen wir den Reaktor erst ausschalten? Ja. Oh, verdammt. Oder können wir den ruhig anlassen? Ja. Nein, der muss auf jeden Fall ausgemacht werden. Okay, ganz wichtig. Lass das Ufo-Mann lieber machen. Der ist schon fast Nein, komm, wir gehen ein Stück weg und Zorn macht das. Achso, Zorn, genau, ich bin schlau. Du sollst den Reaktor ausschalten, hat der Ufo-Mann gesagt. Er erklärt dir, wie es geht. Sei vorsichtig, wir bleiben hier oben. Also, du musst uns immer sagen, wo du gerade bist. Da, wo aussteht. Hier ist eine Tür. Ja, reingehen, oder? Ja. Ja. Ist Lava. Dann. Hier ist so ein Aquarium mit Köppen. Ja. Ja, meine Beute. Deine Bräute? Meine Beute. Ach meine so. Trophäen. Ja. Das Klopfen wird lauter. Ja. Das Brennen in deinem Genitalien ist normal. Achso, ne, ich spüre nur so ein Prickeln auf der Zunge, das ist lustig. Auch normal. Brauchst keine Angst haben. Ich gehe jetzt lieber hier ein bisschen so, weiter weg. Jetzt ist hier so ein metallener. Das ist durch die Strahlung. Ja. Ein metallener langer Schaft. Komm, lass uns zwei ein Stück weiter gehen. Ja, lass ein bisschen weiter abhauen. Was ist da? So ein. Das sieht eigentlich aus wie, ihr wisst schon, metallisch und lang und hat so zwei Knubbel unten dran, die leuchten. Ja. Hier kommt das Klopfen her. Ja, was muss er da jetzt machen, Ufo-Mann? Aus, sagt Ufo-Mann. Einfach aus. Ich hau hier einfach so lange drauf rum, bis das immer schneller wird hier. Genau. Oh, er haut auf dem Kern rum? Ich glaube, ich gehe mal noch ein bisschen weiter weg. Hast du noch alle Haare oder fallen die schon aus jetzt? Von der Strahlung. Was? Ich glaube, es ist aus.
So. Er hat ihn ausgeschaltet. Ist aus? Es ist aus mit mir. Ja, okay, er hat ihn ausgeschaltet. Alles klar, okay. Wunderbar, lieber Zordern. Danke für dein Opfer. Ja, und dann würde ich sagen, können wir hier anfangen, das alles abzureißen, oder? Ist doch jetzt ungefährlich, oder? Du aber, ist für euch auch alles so hell hier draußen? Ja, ja. Nö. Ja, doch. Ganz verschwommen alles. Das, wie ihr das gemacht habt, dass das Wasser da oben steht, ist mir auch ein Rätsel, ehrlich gesagt. Das ist doch hier wegen dem Reaktorteil. Ja. Das ist doch, hast du doch letztes Mal erklärt, das ist doch hier so ein Gravitationsumkehrer. Naja. Glaube, ich habe ein Ohr verloren. Vielleicht sollten wir den stehen lassen. Den Gravitationsumkehrer und nur den Rest vom UFO abbauen. Erinnerung. Ja. Als Erinnerung, ja. Genau wie oben. Wenn einer mein. Ja. Wenn einer mein Ohr sieht, bitte mitnehmen. Okay. Ja. Der Zordern, das ist schon unser Held. Okay, den Rest können wir jetzt abreißen. Ja. Ich fange da direkt mal mit an. Der opfert sich immer. Ja, naja, ist ein sehr angenehmes Opfer auch. Ja. So, ich habe ihn schon früher immer genannt. Du Opfer. Du angenehmes Opfer hat man dich früher schon genannt, ja. Genau. Aber was sind denn jetzt hier für schöne Rohstoffe? Quarz? Oh. Aua. Ich gehe mal woanders hin. Also, aua. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir das alles abgerissen haben. Stimmt. Machen wir jetzt Feuer aus. Das brennt noch von dem... Es ist ja auch sehr groß hier. Ja. Oh, guck mal, die Schilder. Was ist mit denen los? Netter Quarz. Cool. Ah, jetzt sind sie weg. Okay. Also, es passieren echt schon komische Sachen hier. Es sieht wirklich so aus, als wenn hier alle Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind. Ja. Schon merkwürdig. Ah, nein, Lava, aua. Pass da auf, Lava. Ja, ja, Lava. Scheiße nicht. Gebaut. Mr. Lava, Lava. Genau. Wir müssen die Lava. Was hast du für Scheiße gebaut? Nein. Wo bist du denn gerade? Irgendwie kam hier Lava, aber die ist dann nicht weiter hier. Okay. Irgendwie kommen die irgendwo her. Ach, im Raumschiff. Ja. Ja. Du klopfst dich in den Maschinenraum rein, das ist Boah, das ist ganz schön viel, was wir ja abreißen müssen. Aber ja. Nicht lange rumheulen, also, einfach loslegen, oder? Ja. Also macht mal, ich gehe immer schon mal vor, nach Wertgegenständen suchen. Ich glaube. Du musst doch irgendwo Gold. Ich glaube, immer wenn Ufo-Mann sagt, macht mal, macht ihr das mal oder so, dann ist das gerade ziemlich gefährlich, was wir da machen sollen. Ja, das glaube ich auch. Naja, die Strahlung ist zwar ausgeschaltet, aber ja. Gibt natürlich noch gewisse Reststrahlung, ja. Okay. Wobei, die ist aber für euch, die ist für euch nicht gefährlich, für mich eher, deshalb gehe ich weg. Euch macht die gar nichts aus. Ist euch auch so warm? Nö. Ja. Die Creeper-Köppe hier, was ist mit denen? Die brauchst du auch für dein neues Raumschiff, oder? Ja. Ja. Nee, die kommen in die Suppe. Oh, jetzt habe ich die Scheibe kaputt geschlagen. Die werde ich dann wieder ausstellen. Oh. Das sind ja alles Eisenblöcke, wow. Ja, das ist schon eigentlich ganz schön wertvoll auch und so. Und ich weiß ja nicht, was du jetzt gedacht hattest, was du mir bezahlst für dein Raumschiff. ich hoffe, du hast deine ganzen Diamanten mit. Ich dachte eher, wir machen das über Pilzsuppe. Also ich dachte so, 25 Pilzsuppen, wäre das okay? Ja, ist okay. Mir brennt der Helm. Noch viel. Nicht, dass jemand sagt, ich wäre gierig. Hilfe, ich brenne. Ah, geht schon wieder. Wir brauchen übrigens auch viel Gold, ne? Habe ich festgestellt. Weil die goldenen Äpfel sind ja total teuer geworden. Früher waren die mit Nuggets, konnte man da die goldenen Äpfel machen. Jetzt muss man da ganze Goldbarren nehmen. Ja. Wahnsinn. Letztens habe ich zwei Pferde gehabt. Hab eins mit einem goldenen Apfel gefüttert. Da kam aber dann keine Herzen. Dann habe ich das zweite mit einem goldenen Apfel gefüttert. Dann waren zwei goldene Apfel weg. Und dann hat das zweite dann Herzen gehabt und lief immer rum, aber die haben sich nicht vereinigt. Und somit hatte ich zwei goldene Äpfel verloren. Jetzt ist meine erste Spitzhacke schon kaputt. Das ist natürlich ärgerlich. Ist da aber dann auch noch so eine prozentuelle Chance, dass man da eventuell nichts kriegt? Ja, anscheinend, ne? Das kann sein, dass das eine Pferd noch nicht voll ausgewachsen war. Ach so. Oh, yes, das hatte ich neulich auch festgestellt. Die sehen dann schon groß aus, aber du musst da echt noch ein bisschen Stroh reinstecken, damit die dann voll ausgewachsen sind. Dann können die sich auch erst wieder vermehren. Oder vielleicht, dass es von Mo Creatures ein Pferd war. Oder so. Das kann auch sein. Dass das nicht geht. Das kann auch sein. Ich weiß nicht, ob man die vermehren kann. Sehen die denn gleich aus? Ja. Ich glaube ja, weil der Typ, der den Mo Creatures Mod gemacht hat, der hat ja auch den das bei Minecraft gemacht. Ach so, einer ist es. Die haben mit denen zusammengearbeitet. Ach so.
Ja, Dr. Zantalus oder wie er heißt. Nee, Dr. Zant, Dr. Zanotti. Dr. Zanotti. Ja, Dr. so heißt er. Zantalus kommt ja noch einmal, ja. Zarkos. Ja. Ich mache mir mal eine neue Spitzhacke. Braucht noch irgendwer, jemand? Ja, ich, gleich. Ich brauche eine Spitzhacke. Okay. Eine Diamantspitzhacke mit Glück, bitte. Nein. Okay. Nein. Habe ich auch gar nicht. Oh, habt ihr irgendwo eine Kiste? Mein Inventar ist total voll schon. Es wird dunkel. Ach du Scheiße. Habt ihr alle eure Betten mitgenommen? Ja. Ich glaube ja. Ja. Okay. Ich hab mein Bett. Dann leg ich mich hier oben hin. Hier ist auch noch ein Bett in der Bude, also wäre nicht so schlimm. Wo ist die Bude? Wo bist du? In der Bude. Ja, draußen. Draußen. Wo ist denn die Bude? Ach, draußen. Draußen. Weil ich wollte ja noch erstmal schlafen jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo? Hallo? Seid ihr oben oder wo? Ich hier im neben dem Antriebsraum irgendwo, ja, glaube ich. Okay, dann lege ich mich hier auch einfach. Einfach irgendwo hinkrachen. Das geht dann. So, jetzt. Hm. Ah. Ah. Träumten gar seltsame Dinge. Boah, ich habe mal lang geschlafen heute, du. Junge, das war ja. Ich habe ja auch noch Stickies, das ist wunderbar. Das, hier ist noch ein Smaragd, das ist aber meiner, ne? Der Smaragd, der hier oben liegt, ist meiner. Nein, vergiss es, wo ist der? Nee, komm, das ist meiner. Nein, das gehört zu meinem Raumschiff. Jetzt kann ich das doch nicht bauen. Das ist ein Akku. Ja. Was ist das? Eigentlich müsste hier noch eine Truhe mit 12 Smaragden sein. Wenn die nicht mehr da ist, dann hat Zordan, ja, richtig, genau. Zordan, dann sieh mal zu, wie der ist wieder. Opa Zeron hat die dann geklaut und nachts mit einem Sack Kunst abgetragen. Ja, auch nicht schlecht, das Raumschiff steht auf Diamantblöcken. Echt? Ja, hier ist zumindest einer. Oh, ja, damit. Oh, ach, danke. Du? Danke. Ja, wieder ist ein Diamantblock. Das ist ein Diamantblock. Das sind neun Diamanten. Was? Du hast Diamanten in deinem Raumschiff verbaut? Ja, ja, was natürlich. Seid ihr denn für eine Rasse, sag mal? Diamantoden. Nee, ich wollte eher die Dekadentoden. Oder sowas. Nö, das ist so üblich bei uns. Ja, ja, klar. Wertvolle Materialien. Oh, Glowstone brauche ich auch gerade total dringend. Gut. Ja, da hast du es schon echt gut, ne? Sehr gut. Wer ist denn da? Ja, doch, hier sind tolle Sachen. Ja. Das, was in der Kiste ist, gehört mir. Das, was du sagst. Das sind meine Stickies. Ach, da unten. Oh. Ja, ja, ja. Da war doch noch, auch noch da unten war doch noch Kiste. Hast du überhaupt genug zu essen? Wir wollten ja eigentlich was zu essen mitnehmen, aber dann sind wir ja in der roten Lola versackt und haben dann nicht mehr ans Essen gedacht. Es gibt kein Mainz in dem Wort Team, das weißt du doch. Gerade unten in der Mine und das noch mal kurz zu küssen, aber da hat er schon alles rausgenommen. Boah. Ja. Leute, ich brauche irgendwie eine leere Truhe für Inventar. Oh, wo habt ihr irgendwo eine? Ich kann ja eine hingestellt? Bauen. Ich kann ja eine bauen. Ja. Also Holz? Die Beute da mal irgendwie ablegen können. Du hast Holz, Zordan, oder nicht? Nee, das habe ich doch. Da habe ich doch den Baum mitgebracht. Ach, ich habe ja hier eine Truhe. Ja, Leute, dann renne ich jetzt wieder nach oben und baue eine Truhe. Nee, ich geh du mal abbauen. Hab eine Truhe. Wo man, ich mach das schon. Okay, alles klar. Den Diamanten, der kommt nicht in die Zordan. Truhe. Tö. Da war doch der. Wo war jetzt der Smaragd? Warte. Die beklauen mich, Leute. Die beklauen mich. Also die wertvollen Sachen, die tue ich mal nicht in die Truhe. Die behalte ich am Mann. Aber es ist nicht so schlimm, Ufo. Wenn du hier irgendwas Unrechtes machst, dann lass ich einfach Zordan dafür büßen. Weil der ist ja immer da. Und dann sperren wir den einfach mal eine Woche in den Knast oder so. Ist ja kein Thema. Naja. Ein bisschen ist er ja dann auch selber dran schuld. Ja, natürlich. Da ist er selbst. Hast du für mich eine Spitzhacke gebaut? Ja. Ah, cool. Ganz neu. Natürlich das nicht aus Diamanten, weil Diamanten hast du ja alle. Ja. Warte, ich schmeiße dir da runter. Du bist ja da unten. Ja. Hier, zack, Spitzhacke. Danke. Bitte. Hier ist doch eine Kiste. Hier ist doch eine Kiste. Ja, die habe ich ja bei mir im Inventar gefunden und dahingestellt. Okay, wunderbar. Kann man die Beute rein? Die und Beute. Da ist auch der Zordan wieder. Die Beute? Nee, die Baumaterialien ist ja keine Beute. Nein. Das nehmen wir hier auch gleich mit. So. Zordan, wo hat denn der die Diamanten gefunden? War das hier? Hier? Jetzt, hier vorne war so ein. Block. Ein einziger Erde. Block, der war versteckt. Da. Das ist da, wo jetzt keiner mehr ist. Cool. Ah ja. Du meinst, da sind dann noch keine mehr wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich nicht, nee. Ach, könnten hast da du vielleicht noch mehr sein? Boah, was ist denn hier für eine dicke Stahldecke unter? Warum ist das so eine, die ist ja aus Blei, wa? Warum hat man denn hier Blei verbaut in deinem Raumschiff? Naja, als Schutz gegen die Strahlung der Dingsbumse. Mir wird ein bisschen komisch gerade. Ich dachte, das ist ungefährlich, hast du Zordan erzählt. Ja, naja. Fast, nee, fast ungefährlich. Wenn der Hauptabtrieb abgestellt ist, ist es nicht mehr wirklich gefährlich. Okay. Ja, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, vielleicht ist die auch für Aliens, dass die da ungefährlich ist, aber nur für Menschen ist sie total tödlich. Hattest du jetzt noch eine weitere Spitzhacke da am Start, oder? Ich hab zwei. Oh, den Diamantblock. Also ich kann noch eine machen. Soll ich noch eine machen? Ich mache eine. Gib mir erstmal eine. Ich hab eine. Ja. Ich geb dir die und mach eine neue. So, zack. Ich bin der Spitzhackenmann. Wenn mein Raumschiff dann irgendwann mal fertig ist, habt ihr Lust, dann mal mitzukommen, einen Ausflug zu meinem Planeten zu machen? Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 100%. Da hätte ich euch gerne dabei dann. Ja. Die machen aber, weil die ja auf deinem Planeten machen die da auch so Experimente. Also die weiß schon. Nein, ihr werdet. Also dadurch, dass ihr als meine Freunde mitkommt, wird euch dann nichts passieren, sagen wir es mal so. Achso, aber sonst machen sie das schon ganz gerne ab und zu mal. Also dann kriegen wir auch einen von vorne, wieso nicht nur von hinten. Nein, oh Gott, oh Gott. Ach Mist, ey, ich bin gestorben. Passt auf, warum? Hier oben ist Lava. Lava ist herausgekommen. Ja. Pass auf. Oh Gott, jetzt bin ich... Zornhand schnappt in den Diamantblock. Nein. Hab ich. Oh Mist. Ich bringe euch um für meinen Diamantblock wieder. Ja. Verflucht. Dafür müsstest du uns allerdings erstmal finden. Ich hab wieder versagt. Egal wo ich bin, ich sterbe. Immer. Ja, bis jetzt in jeder Folge, wo du beteiligt warst, bist du auch gestorben. Ja, das liegt an der Intelligenz, an der Hohen. Nein. Ich sterbe ja auch andauernd irgendwie. Ja, du bist ja auch nicht so intelligent. Ja, das stimmt. Bist du jetzt zurück in Hundsgraf oder wo bist du? Der ist gemein. Das täuscht. Nee, umso intelligenter man ist, umso öfter stoppt man. Achso, okay, dann, das, ja, schon klar. Erzähl mal, du gehst doch fast nie drauf. Ist der überhaupt schon mal, kann mich an diese eine Folge erinnern, Kerle, warum hab ich die überhaupt eingeladen? Wo Zeron gestorben ist. Da ich glaube, dich. Wenn er stirbt, jetzt schneidet er dann nochmal raus und macht dann das Weihnachtslied. Ufo, Mann? Ja, ich bin wo bist du gerade? 36, 602, Höhe 72. Ich kann keine Binärsprache. Ach so. Hier, wo dieser ehemalige Steinbruch ist, der mit Wasser gefüllt wurde. Ja, da musst du... Haben wir mal gucken. Richtung Osten. Moment, Richtung ich Osten. Gucke mal, in welche Richtung du da rennen musst. Das ja? Osten, das ist im Osten. Du musst Richtung Westen, oder? Richtung Westen. Ja, du weißt doch, im Westen ist am... Ach so, in die entgegengesetzte Richtung. Okay. Wahrscheinlich, oder? So an der Stadt vorbei. Erzähl ich da als Miss Zordan. Ach so, ich kann doch auch mit der Bahn dann wieder fahren. Ja, ein Stück. Das geht auch. Ah, und dann kennst cool. du dann den renn Weg. Ich da mal, dann renne ich da hin und hole ihn mal ab. Ja, und ich mache hier weiter. Ich arbeite derweil. Ja. Würdest du bitte den Diamantblock so lange dann nehmen? Was für ein Diamantblock? Ja. Nicht, dass der bei Zeron die ganze Zeit ist. Boah. Weil den brauche ich auf jeden Fall für mein Raumschiff dann. Das ist ein tragendes Teil. Nein, und du sollst ja auch alle Teile haben. Der ist ja dann wie so ein Ravensburger Puzzle, was dann wenn ein Teil fehlt, ist es Schrott, ne? Genau. Ja. Gerade dieser Diamant. Ja. Aber du weißt, dass ich dich beobachte und auch sehe, ob du das wirklich für das Raumschiff benutzt. Ne? Das ist ey, cool. Ja, aber nicht mal sehen, wenn wir dann mit dem Raumschiff auch mal fliegen und dann fehlt das Teil und dann stürzt es ab und dann sind wir genau. am Ende auf irgendeiner komischen Welt gefangen oder so. Es dient ja auch eurer eigenen Sicherheit. Genau. Sag mal, Donnerhall ist hier, greite gerade mit Donnerhall. Okay. Na, Donnerhall ist doch dein Pferd, oder? Genau. Der ist hier in... Ach, der soll hier sein, ja? Ja, den hatte ich da ja geparkt. Ach so. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Und hier sind drei Golems, schon die mich breiten. Nicht durchlassen. Habt ihr das irgendwie sortiert hier? Mann, wie komme ich denn jetzt hier raus? Nee, ich habe das einfach nur in die Kisten. Okay. Oh, jetzt haben mich die Golems haben mich getötet. Ich bin so eben das zweite Mal gestorben. Ja. Weil du ja so intelligent bist. Deshalb hatten wir eben schon erörtert... Ich muss mich auch mal in die Lava schmeißen. Umso intelligenter, umso öfter. Genau. Lass den Androiden in Frieden. Oh Mann. Ob
wir das alles mitkriegen. Wenn ihr ein Hundsgrab seid, dann könntet ihr eigentlich gleich mal ein Pferd mitbringen, einen Esel mitbringen, damit wir das hinterher alles transportieren können. Ja, ist eine gute Idee, das mache ich mal. Ja, ab und zu habe ich ja auch mal eine gute Idee. Esel ist cool. So, das Eisen. Oh. Wir kommen überhaupt nicht voran. Wieder... Die 16 Eisen gehören mir, ich klaue den Ofenmann nicht. Und was ist das? Warum ist denn jetzt hier eine Katze? Was ist denn mit den Viechern los heute? Keiner weiß es. Ist das Sunny? Die Meister Ufo. Hallo Meister Ufo. Ich suche gerade den Bahnhof, ja. Ich bin noch da, ich suche den Bahnhof für Ihren Hundsgrab. Kannst du mal die Bürger fragen, die können das auch sagen. Gehört das auch? Wahrscheinlich auch bald vorbei, dazu? Die Folge wieder. Ich guck mal. Ja, die ist jetzt gleich vorbei. Okay, Leute, dann sage ich das war jetzt hier die zweite Folge vom großen der Ufo-Mann baut ab, werde ich sie nennen. Und die zweite Folge gleich kommt, ihr werdet es fast schon erraten, haben die dritte Folge, also bis gleich.